Griechenland muss raus aus dem Euro. Deutschland ist gerade dabei, das über Generationen angesammelte Geldkapital zu verspielen. Die Renten für die kommende Generation schwinden dahin, aber der Euro wird bleiben und die Politik beschwindelt die Menschen. So das Fazit des renommierten Ökonomen Hans-Werner Sinn vom Münchner IFO-Institut, der gestern bei der Jahresversammlung der Jung- und Familienunternehmer im Gebäude der Reutlinger Kreissparkasse sprach. Sein Thema: Europa in der Krise. Ein Starökonom auf dem Weg zum Podium, Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des renommierten Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, einer der führenden deutschen Köpfe für Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ein Mann, dessen Stimme global Gehör findet, ein Mann, der ein streitbarer Querdenker ist, vor allem beim Thema Euro und Euro-Rettung. 2012 hatte er sich gegen die Vergemeinschaftung der Bankschulden aus der Krise von 2008 ausgesprochen, als der Zusammenbruch der spekulativ agierenden US-Bank Lehman eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise auslöste. Sinn trat in der Folge aber auch gegen Rettungsschirme für überschuldete Euro-Krisenstaaten wie Griechenland ein. Das alles aber kam dann mit der Begründung, nur so seien Euro und EU zu retten. Sinn sieht das anders. Auch nach dem dritten Griechenhilfspaket sichten Europa und der Euro kriselnd dahin. Er sollte ja das große Friedensprojekt sein, als das hat Helmut Kohl ihn angekündigt. Aber wenn wir mal wirklich ehrlich sind mit uns, ist das nicht gelungen. Ich habe in meiner Zeit, solange ich das politische Leben verfolge, nie auch nur annähernd so viel Streit in Westeuropa gesehen. Der Euro zwinge zusammen, was wegen unterschiedlicher ökonomischer, finanzieller und mentalitätsbedingter Ansätze in Nord- und Südeuropa immer weniger zusammengehöre. Das sieht man am deutlichsten an den Arbeitslosenquoten. Deutschland ist die Insel der Seligen mit einer niedrigen Arbeitslosenquote. Ganz anders aber die Situation in den südlichen Krisenstaaten. Wir opfern derzeit eine Generation von jungen Leuten in diesen Ländern, die keinen Anschluss finden, die keine Stelle finden und die Jahre vergehen, ohne dass sie integriert werden. Und irgendwann wird es zu spät sein. Dieser Frust führe zu politischer Radikalisierung, wie man gerade in Griechenland an entsprechenden Wahlergebnissen sehe. Das ist der Grund, warum Alexis Tsipras mit seiner Partei Syriza, die ja ziemlich linksradikal ist, gewählt wurde. Und das ist der Grund, warum etwas Ähnliches zu erwarten ist in Spanien. Europa drohe hier Übles. Wirklich radikale Sparpolitik, die zu Deflation, dem Absinken der Preise und Kosten in den Krisenstaaten führe, scheide aus. Ebenso aber auch Rettungsversuche durch immer mehr Transfers, Kredite, Garantien, Haftungen, Rettungsschirme. Die beförderten gerade nicht den Reformwillen, sondern liefen ins Leere. Wer soll denn das bezahlen? Sollen 60% der Eurozone die 40% dauerhaft finanzieren im Zuge eines europäischen Finanzausgleichs, ähnlich wie wir ihn in Deutschland haben oder wie wir ihn mit den neuen Bundesländern gemacht haben? Ich glaube, das geht gar nicht. Derzeit versuche die EZB etwas anderes, um die Eurozone zu stabilisieren. Man versucht, den Norden nachzuinflationieren. Der Süden ist mit seinen Preisen vorausgeeilt. Der Norden, wir, Deutschland, blieb konstant. Jetzt haben sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren. Jetzt muss man auf irgendeine Weise auch das deutsche Preisniveau auf das andere hochheben. Die kriselnden Staaten sollten also durch gemachte Inflation über den niedrigeren Eurokurs am Markt gestärkt werden, während deutsche Sparvermögen und Altersvorsorge so dahinschmelze. Zur Rettung gäbe es drei hässliche Optionen. Ist es dann nicht besser, irgendwann einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, wir streichen euch die Schulden, das Geld erlassen wir euch, was wir sowieso nicht zurückkriegen und kehren zu normalen Zinsen dann zurück. Griechenland könne aber nur wieder wettbewerbsfähig werden, wenn es den Euro verlasse und abwerten könne. Im Euro brauche es deshalb Aus- und Wiedereintrittsmöglichkeiten. Langfristig aber so Sinn, sage die Krise, dass es mehr EU-Europa brauche, vielleicht im Sinne einer Konföderation, wie es die Schweiz vormache.